Ja, Deutschland möchte sich also mit 115 Millionen Euro bei Klimaversicherungen beteiligen. Das möchte ich kritisch beleuchten mit Jan Kowalczyk von Oxfam. Das hört sich ja alles, herzlich willkommen. Das hört sich ja alles sehr positiv an, aber kaufen sich da nicht diejenigen, die den Klimawandel primär verursachen, frei? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man jetzt den Klimawandel irgendwie sozusagen begrenzen muss. Einerseits, andererseits die Ärmsten bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützen. Und Klimaversicherungen können ein Instrument sein. Aber natürlich ist richtig, das kann keine Entschuldigung sein, nicht auch zu Hause ehrgeizigen Klimaschutz zu machen. Auf der einen Seite, das muss natürlich auch passieren. Aber die Unterstützung der Ärmeren und mit solchen Initiativen kann das gemacht werden, ist auch wichtig. Also wir brauchen beides. Wir brauchen beides, sagen Sie. Wie läuft das in der Praxis? Welche Erfahrungen haben Sie? Da gibt es ganz gemischte Erfahrungen. Besonders viele Auswertungen und Untersuchungen über die Wirksamkeit, gerade was die Ärmsten der Armen angeht, gibt es noch nicht. Das heißt, da brauchen wir gute Evaluierung künftiger Ansätze. Wir haben aber hier und da schon sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen. Also gute Erfahrungen sind immer dann zu sehen, wenn die Ansätze auch kombiniert werden mit einem umfassteren Ansatz. Das heißt also auch Anpassung an die Veränderungen, Aufbau von Resilienz der Kleinbauern in Afrika zum Beispiel und nicht einfach nur Versicherungen verkaufen. Dann kann es funktionieren. Schlechter funktioniert es, wenn es mit einem Produkt, einem Finanzprodukt versucht wird zu lösen, ohne dass das integriert ist in die lokalen Gegebenheiten, dann gehen die Sachen oft schief. Kritiker monieren, dass diese Versicherungspolicen oft viel zu teuer sind für die Kleinbauern und die Versicherungen daran verdienen. Wie sehen Sie das? Richtig ist natürlich, dass es extrem ungerecht wäre oder ungerecht ist, wenn man den Kleinbauern die Klimaversicherung sozusagen verkauft. Das heißt, sie müssen bezahlen für ein Problem, an dem sie überhaupt nicht beteiligt sind. Das widerspricht allen Prinzipien der Gerechtigkeit. Das ist total richtig. Auch eine Frage ist, welche Rolle haben die Versicherungskonzerne? Denen ist natürlich an Gewinnsteigerungen gelegen. Das heißt, der Schutz der Menschen könnte auf die Weise dann als Kostenfaktor angesehen werden, den man möglichst klein halten möchte, um den Profit zu maximieren. Und das ist natürlich sehr kritisch, weil der Schutz der Menschen auf jeden Fall im Vordergrund stehen muss. Ein weiterer Kritikpunkt, der immer wieder durch die Presse geistert, sind die Monokulturen. Angeblich würde das zu Monokulturen führen, wenn jetzt zum Beispiel nur eine Gemüsesorte versichert ist. Was wissen Sie dazu aus der Praxis? Das passiert dann, wenn zum Beispiel ein Saatgutunternehmen das Saatgut verkauft an Kleinbauern in einer Region und das koppelt mit einer zum Beispiel einer Dürreversicherung und sagt, natürlich ist dann nur unser eigenes Saatgut versichert, also die Ernten aus unserem eigenen Saatgut. Das schafft Abhängigkeiten. Dann werden die Kleinbauern abhängig von diesem Großunternehmen. Das ist sowieso sehr gefährlich und es schafft Anreize, auch nur diese Gemüsesorte oder Getreidesorte anzubauen. Und Monokulturen sind generell immer weniger widerstandsfähig als eine diversifizierte Landwirtschaft. Also insofern gibt es da gleich Doppelprobleme. Grundsätzlich höre ich bei Ihnen so ein bisschen Mixed Messages, also so eine Doppelbotschaft raus, eine gute Sache grundsätzlich, aber es muss nachgebessert werden. Was müsste nachgebessert werden, dass Sie von Oxfam sagen, Klimaversicherung, gute Sache? Vor allen Dingen ist wichtig, dass wir einen umfassenden Ansatz haben, wo Versicherungslösungen nur ein Teil, ein Baustein sind. Also gerade die Anpassung oder die Unterstützung bei der Anpassung an die klimatischen Veränderungen muss im Vordergrund stehen. Der Aufbau von Resilienz, dass die Länder das sozusagen auch aus eigener Kraft stemmen können. Die Integration in Entwicklungsstrategien in diesen Ländern. Und ganz wichtig, dass solche Versicherungsansätze so gestaltet sind, dass die Ärmsten der Armen davon profitieren. Und das erfordert eben, dass es auch Unterstützung gibt, um zum Beispiel Versicherungsprämien zu bezahlen. Denn das können diese kleinen Bauern nicht. Vielen Dank, Jan Kowalczyk von Oxfam, für Ihre Einschätzung hier zum Thema Klimaversicherung.